Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ja, diesmal hier kam wieder was mit DHL. Und zwar habe ich die Frage bekommen von Pamu. Pamu kennt er, ich habe schon zweimal Pamu-Produkte vorgestellt. Ich liebe die Dinger. Also In-Ears kann ich eigentlich nicht ab, aber die Pamus sind geil. Und die nehme ich ja dann im Sommer immer, wenn ich streame oder Hangout mache. Und wenn ich euch mit euch dann quatsche, dann habe ich die Pamus drin, weil mit Kopfhörern ist ein bisschen viel. Und ich dachte eigentlich, die haben was Neues gemacht. Pamu, keine Ahnung, werden wir gleich, Name steht auf der Verpackung. Ich habe ja schon mal teilweise ausgepackt. Einige Sachen weiß ich gar nicht, für was die sind. Ich richte euch mal nach unten. So, wir haben dann halt hier zwei kleine und einen größeren Karton. Das ist halt nur so ein Warnkarton wegen Akku, weil die haben ja auch Batterien drin, beziehungsweise Akkus drin. Und hier sind sie, die Pamu Quit. So heißen sie. Ich zoome euch mal noch ein Stück ran. Pamu Quit. Wir werden, bevor wir die Pamu Quit auspacken, werden wir erstmal hier auspacken. Das ist Post. Ja. Hier haben wir eine Schachtel. Ach. Ach, ist ja geil. Hier können sie rein. Ist auch richtig dick und robust. Also ich kann es kaum biegen. Hier haben wir noch einen Metallhaken mit drin, dass wir das anhängen können. Sehr, sehr stabil. Ich mache euch den Link auch wieder in die Videobeschreibung. Oh, wenn ich versuche, auf die Ecke zu drücken. Oh, also wirklich. Ich krieg's nicht eingedrückt. Oh Gott. Also wirklich gut. So. Hier habe ich auch schon mal reingeguckt so ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Wir haben hier ein... Ich mache jetzt einfach mal so auf hier. Wir haben hier so ein langes Teil. Ach, ein Schraubenzieher soll das sein. Ich habe mich gewundert, was das ist. Ein Schraubenzieher ist das. Ich habe gedacht, warum ist denn hier so ein langes Ding mit bei? Ein Schraubenzieher haben wir. Und? Aber wozu brauchen wir einen Schraubenzieher? Da bin ich jetzt mal gespannt, ey. Oh, schick. Oh, sehr, sehr schick. Ein Lederband. Geht das hier auf? Ach, dafür ist der Schraubenzieher, um das aufzuschrauben. Damit wir hier praktisch die Pamu ranmachen können. Und hier guckt euch das mal an. Aus Metall. Ein Haken, ein Karabiner, ja, da. Boah, da, seht ihr das? Voll geil, hier ist locker. Und was ich richtig geil finde, da steht Pamu drauf. Ihr seht es wahrscheinlich nicht so gut, aber da steht Pamu drauf. Das ist ja geil. Jetzt weiß ich auch, warum der Schraubenzieher dafür da ist. Jetzt... Kommen wir zum Schmuckstück. Jetzt kommen wir zu dem Pamu. So. So. Ah, okay. Geht wieder so an der Seite auf. Also wir haben hier den Karton. Pamu, Quit. Bluetooth. Hier steht nur mal Pamu. Hier haben wir die Kopfhörer drauf.
Hier sieht aus ein bisschen wie eine Stoppuhr. Und Qualcomm APX Active Noise Changing. Ich bin mal gespannt. Was brummt denn hier die ganze Zeit? Ach, E-Mails. Nee, Rudi und Zwölflayer schreiben, weil ich habe heute hier nämlich meine Rauchmelder gekriegt. Haben wir schon Bilder getauscht. Also Grüße gehen raus an Rudi und an Zwölflayer. So, jetzt haben wir hier, wie so ein Buch, hier, und hier ist auch noch was. Warte. Okay. Das sieht auch sehr schön aus, wenn man das aufmacht. Jetzt müssen wir das hier leider kaputt ruppen, um da ranzukommen. Und dann haben wir hier noch was. Auch mehr so, ja. Einmal. Zweimal. Dreimal. Dann ist es leer. So. Gott, ist da viel drin. Ne? Was haben wir hier? Ach, ist ja geil. Hier sind die Gummis, die man rauf macht, drin. So. Dann haben wir hier, wird ein Ladekabel sein, oder? Ja. Und? Ein USB-C, also USB zu USB-C. Den brauche ich jetzt nicht nutzen, weil ich habe bei mir USB-C-Kabel verlegt zum Laden von sowas. Und hier haben wir dann noch die Schlaufe. Die werde ich auf jeden Fall benutzen. Und eine Tasche. Hier, auch hier steht Pamu drauf. Ich glaube, ihr seht das nicht richtig. Viele sagen, das ist immer Schwachsinn und ob da Pamu drauf steht oder was weiß ich. Ich finde, es ist ein toller Gimmick und mir gefällt sowas. So, aber das packen wir erstmal wieder weg. Ich habe Angst, dass da nämlich was wegkommt, wenn ich das hier liegen lasse. Und hier wird Bedienungsanleitung sein, denke ich mal, oder? Ja, Bedienungsanleitung, die brauchen wir nicht. Wir kriegen das so hin. So. So, das ist konisch gemacht. So, das geht auch nur so, dass das die Bedienungsanleitung als erstes ist. Okay. Haben Sie schon was bei gedacht? Jetzt kommen wir zu dem Pamu. Hier haben wir dann praktisch den USB an der Seite, USB-C. Wir haben vorne Pamu drauf stehen. Sieht ein bisschen aus wie eine Stoppuhr. Und so wie Leder. Seht ihr das? Oh, ich glaube, ich mache da. Ich bin schon wieder so im Drang. Aber da machen wir jetzt ein separates Video noch dazu zur Hardware, wenn wir den jetzt gleich anschließen werden. Also wie gesagt, bei dem Pamu habt ihr praktisch so eine Art Stoppuhr. Na, aufmachen können wir das ja nochmal. So, dann habt ihr aber auch noch ein Case, wo das reinkommt. Also eine Tasche habt ihr mit bei, eine Bedienungsanleitung habt ihr mit bei, USB-C-Kabel habt ihr mit bei. Habt ihr ja gerade eben alles gesehen, alles hier in diesem schönen Karton. Ich weiß nicht, ob sowas hier, ob das hier auch dann gleich mit bei ist. Oder ob das jetzt extra ist, dass man das extra kaufen muss. Dann kann man die da reinmachen, so. Und kann die sich dann ranhängen und dann sind die da nochmal geschützt. Und wir haben dann nochmal so ein extra Lederband. Da kann man sich dann, was weiß ich, am Gürtel an eine Hose machen oder an eine Jacke oben und dann hängt das dann halt hier so ein Stück runter. Aha, also da müssen wir nochmal gucken. Aber sieht sehr schön aus. Auch sehr gut verarbeitet. Toll. Also da bin ich mal gespannt. Wir werden jetzt gleich
die Pamu mit meinem Handy koppeln. Und dann werden wir mal Musik hören und gucken, wie sie, hoppala, wie sie vom Tragekomfort her sind. Da bin ich mal richtig gespannt. Weil ich bin von Pamu bis jetzt absolut begeistert. Das sind doch die einzigen, die ich halt regelmäßig wirklich nutze, weil die halt nicht so drücken in den Ohren. Weil ich mag das nicht, diese in ihr, wenn du die im Ohr hast, die drücken dann so dermaßen und die Pamu nicht. Das sind auch die einzigen, die bei mir nicht nach 10 Minuten oder nach einer Minute oder so aus dem Ohr rausfallen. Das, warum auch immer. So, ich bin jetzt weg. Wir sehen uns dann im Hardware-Video wieder. Ich bin schon ganz gespannt. Bis gleich. Ahoi. Das hat euer Odin.